Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Animals hier im Landwirtschaftssimulator 2017 auf der nordfriesischen Marsch mit dem Physio und dem Tiger. Hallo. Moin. Moin. So, wir sind zurück aus dem Urlaub. Es kam jetzt über zwei Wochen keine Animals-Folgen, aber wir haben gehört, es war jemand zu Gast da, hat hier ein bisschen ausgeholfen, den Forst betrifft, ne? Die Spezialisten Manni und Günni. Vom Holzimperium waren da irgendwie aus dem Kiffhäuser Kreis sollen die sein. Der Tiger hatte die eingeladen. Und ja, die haben uns hier ein bisschen unterstützt auf der Map. Und jetzt geht's quasi ganz normal weiter bei uns hier im Animals-Projekt. Der Tiger war so frei, beziehungsweise der Tiger und sein Kollege waren so frei und haben hier offscreen einfach mal die ganzen Felder abgeerntet, die wir angesät hatten. So nebenbei, ne? 1,22. Haben das Ganze eingelagert, das heißt, wir haben jetzt wirklich auch ein bisschen was im Lager, eigentlich alles außer Kartoffeln, das Ganze wieder neu angesät. Und nicht wundern, die Tiere hier, die sind natürlich dabei mitgelaufen, sind leer gelaufen, aber das ist ganz gut, denn dann können wir nämlich selbst machen, was im Animals-Projekt eigentlich ansteht, und zwar Tiere. 32 Kühe haben wir mittlerweile, 229 Schafe, 226 Schafe, 229 Schweine. Und das heißt, wir können uns jetzt erstmal wieder um die Tierchen kümmern, beziehungsweise hier auch Felder ernten und so weiter und so fort. Eine Menge zu tun. So. Dazu muss man sagen, dass ich eigentlich an Schweine eigentlich zum Schlachter gefahren habe, aber sie trotzdem sich vermehrt haben wie Sau. Die Schweine, ja, das ist normal. Ab einer gewissen Anzahl, dann gehen die Schweine richtig. Wow, fuck. Dann gehen die Schweine richtig steil. So, jetzt schauen wir aber mal ganz kurz, wie es hier aussieht. Wir haben nämlich 109.000 Schweinefutter. Und das schnappen wir uns jetzt erstmal. Müssen wir uns kurz ein bisschen absprechen, wer was macht? Ich hol grad Wasser. Für die Tiere. Ja. Okay, der Wasserboy ist auch am Start. Der Waterboy. So. Zack, die Bewohner. Da würde ich mal sagen, an dieser Stelle noch einen schönen herzlichen Dank an den Mike, der mir dann die letzte Woche hier gerade ein bisschen geholfen hat. Mike? Du bist ja. Klappe, ey. Mike heißt er. Mike, du bist echt Spitze. Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, klar, sofort mache ich. Und ja. Sehr dann cool. Haben wir uns hier getroffen und haben ein bisschen gemacht. Kumpel von dir? Vom Mike. Ist ein Kumpel von dir oder zockt einfach nur zusammen? Er ist auch raus, also von der LPG. Er ist auch von der LPG? Ach stimmt, ja. Mike sagt mir irgendwas, ja. Nada. So. Was machst du, Tiger? Ich habe jetzt gerade mal die Wolle zur Spinnerei gefahren und könnte jetzt eigentlich irgendwas machen, was jetzt anliegt. So, du könntest was machen, was anliegt. Haben wir Proteine? Wir haben ja Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen, wir haben alles im Lager. Kannst du alles dafür nehmen? Na gut, ja, das kann ich selber machen. Das wäre jetzt nicht das Thema, aber ich bin jetzt eher immer hier mit den Schweinen. Oh, jetzt kommt der Lilly hier gerade durchgedüst. Hola, kleiner Mann, wollte ich nicht anfahren. Ja, lass mich da erst rein wenigstens. Ach, so ein Blödföhn. Fährt er mir unter den Trailer, ne? Das ist da nicht dein Ernst, oder? Eigentlich normalerweise müsste er eigentlich anhalten, wenn da jemand im Weg steht, aber. Ja, wenn da eine Collie ist, dann macht er das bestimmt auch. Aber genau an dem einen Punkt unterm Dreh, da war keine Collie. Ah, oh, okay. So, jetzt aber. Jetzt sollten wir eigentlich langsam hier rum. Hoffentlich zieht der Fending gleich hier raus, ey. So. Es gibt Schweinefutter. Oha, ich glaube, hier geht einiges rein. Ach du Scheiße. Es müsste aber eigentlich auch produziertes Schweinefutter da sein, weil ich meine, dass wir auch letzte Woche was produziert haben. Ja, nee, habe ich ja gerade geholt. Ah, okay. Und hier bei den Schweinen reingefahren. Aber hier bei den Schweinen geht einiges rein. Da werde ich mit einem Anhänger nicht weit kommen. Nee, weil du füllst ja theoretisch ja mehrere Sachen, das hatte ich auch. Ja, ja, genau. Deswegen. Was wir uns überlegen könnten, ist. Moment, Anhänger. Ich hoffe, wir haben es vergessen. Nee.
Könnten wir uns echt mal überlegen, ob wir uns mal noch einen Anhänger dann anschaffen irgendwann. Wie war denn deine Woche, Tiger? Boah, eigentlich sind rundum ziemlich ruhig gewesen. Wie gesagt, ein bisschen hier auf der Karte rumgedaddelt und was eigentlich so im Großen und Ganzen. Sonst alles gut. Ja, alles super. Schön. Haben wir denn Auflieger? Nein, haben wir noch nicht. Aber ich wollte gerade mal bei der Molkerei mal gucken, was da jetzt alles fertig produziert ist. Vielleicht mal ein bisschen Geld machen. Ja, wenn du zur Molkerei fährst, dann nimm da bitte die Milch mit. Ich bin ja direkt von der Spinnerei rübergefahren. Ach so. Wie sieht's bei der Spinnerei aus? Läuft. So. Habt ihr die Wolle und sowas auch hingefahren direkt oder müssen wir das noch machen? Ich hatte einmal Wolle hingefahren, wo man in Gündi da waren. Dann habe ich einmal hingefahren und jetzt vorhin habe ich eine Ladung hingefahren. Achso, okay. Also haben wir reichlich Wolle. In der Spinnerei. Bloß mal gucken, Moment, ob wir da auch noch genug Treibstoff drin haben. So, Scheiße, Alter, weißt du, was bei den Schweinen hier reingeht? Ey, das ist ja nicht normal. Boah, der Tee ist schon da, ey. Und das mit dem Pummelpferdchen, mit der Pummelfee. Mausi. Ich hab gedacht, es kommt ein kleines Obst mit dazu. Naja, hab ich wohl falsch gedacht. Oh, jetzt aber schnell weg von dem Lili hier. Rückt man denn nochmal das Wasser bei den Kühen hin? An einen von den beiden Trügen. Da. So, noch eine Ladung und dann haben wir hier fast 100.000 Schweinefutter reingekippt. Ist ja lol. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall reichlich auffüllen. Dann fahr ich dann gleich Getreide und Proteine. Ach, Schweinefutter müssen wir echt. Ey, da müssen wir echt durchgehen, Volker. So, Entschuldigung. Müssen wir echt durchgehen, Vollgas produzieren. Fisi muss auch mal einen Tee trinken. Dann? Fisi wird krank. So, ja. Ja. Tja. Warum? Weil er kein Obst und kein Gemüse ist. Der hat auf der Gamescom, ne? So wie kann man ja mal sagen. Da habe ich den nicht einmal Obst oder Gemüse essen sehen. Das hat er immer weggetan. Du bist nicht mal ein Apfel. Wir haben was zu essen bestellt beim Italiener, war ein kleiner Salateller dabei, hat er gleich beiseite geschoben. Das ist echt der Hammer, ne? Deswegen hast du keine Abwehrkräfte, Junge. Ja. So. Letzte Ladung. Stroh bräuchten wir noch bei den Schweinen. Oder ich mach die Schweine komplett, oder? Das Einzige, was cool wäre, wenn du vielleicht Wasser hinbringen würdest, Füsi. Ich bin auf dem Weg. Hat nur noch ein bisschen gekommen, aber... So, ist der grüne Anhänger eigentlich der größte, den wir haben? Nicht der größte, den wir zurzeit gekauft haben, ja, aber es gibt noch größere, die wir drin haben. Ja, aber die wir gekauft haben, ja. Den gekauften ist das der größte, ja. Also besitzen in dem Sinne. Entschuldigung, wow, echt. Ich habe letzte Woche noch eine lustige Aktion hier gemacht, aber die das hatte ich auch aufgenommen, aber leider das ist die Aufnahme nichts geworden. Und zwar habe ich einen kleinen Roadframe mir hier auf der Karte gebaut mit drei Fortuna-Hängern und habe da mal die ganzen Hackschnitzel aus dem Häcksler zum, sag schnell hier, zur Stofffabrik gefahren. Okay. Das klingt nicht gut, Freezy. Ach, ist morgen wieder weg. Echt? Hoffe ich. Na, das klingt nicht nach. Das klingt nach einer Erkältung. Das klingt nach einer Erkältung. Kommt, glaube ich, von der Gamescom. Was kommt von der Gamescom? Ja, glaube ich. Ich hab dir gesagt, hab nicht so das große Maul, du liegst länger draußen. Wolltest ja nicht hören. So.
So. Und das Geld rieselt. Dum, dum, dum. Was hat sie mir denn für einen Tee gemacht, ey, die göttliche? Ein Kräutertee. Hätte ich mir auch einen Jägermeister bestellen können. Hätte zumindest nicht pusten brauchen. Da wären mehr Kräuter drin gewesen. Das sind 52 drin. Ich drehe hier eins an meinen Runden, denn alle anderen sind verschwunden. Sie drücken sich bestimmt vor der Arbeit. Aber das bin ich ja gewohnt. So. Naja, einer sorgt zumindest, dafür, dass das Geld reinkommt. Oh, was warst du denn da? Ich verkaufe gerade die Molkereiprodukte. Das, was in der Molkerei alles Ü ist, oder was? Ja. Scheiße. Ganz einfach voll fertig gewesen. Wo ist denn nochmal das Wasser hin? Wo, bei wem? Bei den Schweinen. Du musst mal... Warte mal, du musst mal gucken, das ist ja eigentlich immer super easy. Warte mal. Eigentlich nur von Feld 20 aus reinfahren und gleich vorne an müsste das eigentlich sein. Hier vorne ist da der Wasserdings, ne? Hier. Ja. Du bist... Hä? Was? So, schützt es jetzt einfach in den Stall? Krass. Einfach in... Okay. Kannst du mal Platz machen? Ich müsste mal Stroh abliefern, ja. Moment. So, bin fertig. Ups. So, gleich mal Stroh rein. Schön den Lilly gerammt. Zack, die Brunne. So, da sind. Was ist denn für Sie? Geht's hier nicht weiter? So. Boah, was ist denn das für ein Cockblogger hier? Der Hell. So, Fisi, was hast du dir auf der Gamescom eigentlich angeschaut alles? Erzähl mal was. Alles, was du dir auch angeschaut hast, ne? Mhm. Was hast du denn? Hast du ja gar nicht Call of Duty, hast du gar nicht gespielt? Nee. Warum nicht? Ja, ich hoffe darauf, dass das Spiel so gut wird und ich will mich nicht spoilern lassen. Okay. Krass. Habt ihr eigentlich schon die neue Rainbow Six Season angespielt? Ach scheiße, gesehen haben wir's. Was? Nee, draußen ist es noch nicht, aber auf der Gamescom konntest du sie ja schon. Ja, wann kommt die aber? Kommt die jetzt denn nicht? Die soll eigentlich theoretisch morgen kommen, also am Dienstag. Ah, okay. Oder eigentlich, oder heute, ja. Aber ich habe auch schon ein Video von jemandem gesehen, dass sie die angeblich auch um eine Woche verschoben haben, aber ich habe da jetzt noch nichts Genaues rausgekriegt. Mhm. Darum bin ich morgen mal gespannt. Aber ich hast. Ja, die also kommt morgen nicht. Wieso nicht? War verschoben. Warum? Verschoben auf den 5., ne? Verschoben, ja. Auf welches Datum weiß ich nicht, aber verschoben haben sie es auf jeden Fall, ja. Hast du durch die Kühe durchgebraten, ja. Alle Kühe sind tot. Auf jeden Fall habe ich ja am Wochenende und so ja ziemlich, sag ich mal so, die ganzen üblichen Twitch-Kanäle mal angeguckt, auch und dann haben wir auch die Rainbow Six-Kanäle, die ich abonniert habe. Und da hatten sie sogar E-Sports von der Gamescom gehabt und da hat sogar einer auch schon einen von den neuen Operatoren gespielt. Sah nicht schlecht aus. Sag mal, wo kommt der Stroh bei den Kühen rein? Oh. Quasi, wenn du reinfährst, dann hast du ja auf der rechten Seite den Trog und dann musst du quasi einmal rumzufahren. Was muss ich also da? Da wo es nachher einmal quasi um den Trog einmal rumzu. Quasi da wo sie dann auch liegen würden quasi.
Ah, hier. So, sehr gut. Stroh rein. Jawohl, jetzt wird hier wieder schön aufgefüllt. Zack. Gut, dann Füsi, Gras. Haben wir noch Kraftfutter? Ja, also Mischfutter? Kann noch haben, ja. Da sein, ja. So, schauen wir in den Schnellsilierer nochmal eine Ladung. Aber was euch ja nicht aufgefallen ist, jetzt wo ihr aus dem Urlaub wieder zurück seid, dass wir ja einen neuen Traktor haben, ne? Echt? Achso, den MB-Truck oder was? Ja, ja. Guck an, siehst du? Extra geholt wegen den zwei Experten oder was? Einem auch und weil ich den einen, weil wir ja damals ja auch besprochen hatten, dass wir noch einen günstigen Frontlader haben wollen. Das stimmt wohl, ja, ja. Die Jungs, ich glaube, ich gehe ernten, ja? Jo. Und wir machen aber hier auch erstmal Feierabend, meine lieben Freunde. Deswegen, lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sind erstmal raus. Lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.